Schließen Sie sämtliche Absperrarmaturen sowohl am Gasgerät als auch an der Gasflasche. Öffnen Sie als nächstes das Gasflaschenventil, aber nach wie vor nicht die Absperrventile des Gasgeräts. Am Druckregler liegt der Flaschendruck an, den Sie auf dem Manometer ablesen können. Bei der Anzeige handelt es sich nicht um den Füllstand der Flasche. Manche Druckregler verfügen über eine eingebaute Schlauchbruchsicherung, auch Strömungswächter genannt. Damit das Flüssiggas am Gasgerät ankommt, müssen Sie den Bedienknopf für die Schlauchbruchsicherung ein paar Sekunden gedrückt halten. Zwischen der Gasflasche und dem Gasgerät befindet sich nun Flüssiggas in der Leitung und wir können prüfen, ob die Anlage dicht ist oder nicht. Verwenden Sie beispielsweise ein Lecksuchspray für die Dichtheitsprüfung und schütteln Sie es gut vor dem Auftragen. Sprühen Sie alle Verbindungen der Anlage zwischen der Gasflasche und dem Gasgerät, die unter Umständen undicht sein könnten, mit Lecksuchspray ein. Dazu zählen die Verbindungen von Gasflasche zu Druckregler, Druckregler zu Schlauchleitung und Schlauchleitung zu Gasgerät. Wenn eine Verbindung nicht dicht ist, bilden sich dauerhaft sehr deutlich Blasen an der mit Lecksuchspray eingesprühten Stelle. Ziehen Sie die Verbindungen, an denen sich die Blasen gebildet haben, nochmals nach. Sprühen Sie noch einmal Lecksuchspray auf die vorher undichte Verbindung. Wenn Sie fest genug angezogen haben, sollten sich jetzt keine Blasen mehr bilden. Wenn die Anlage dicht ist, können Sie das Gasgerät zünden. Falls immer noch eine Undichtheit vorliegen sollte, bitte auf keinen Fall die Anlage in Betrieb nehmen. Entweder Sie wechseln die betroffenen Bauteile direkt aus oder ziehen einen Fachmann hinzu.